Einen wunderschönen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Sherlock Holmes, das Testament des Sherlock Holmes. Wir verhalten uns sehr seltsam in Form von Sherlock Holmes, falls ihr das schon mitbekommen habt. Nichtsdestotrotz, wir haben in der letzten Folge einen kleinen Schlüssel gefunden in einer Schatulle. Und dieser Schlüssel sollte uns eigentlich helfen, diese Tür hier zu öffnen. Hoffentlich. Jawohl, ja. Wir sind im Büro des Richters, Holmes. Was haben Sie vor? Wollen Sie hier alles auf den Kopf stellen? Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ich gehe nicht, bevor ich gefunden habe, wonach ich suche. Denken Sie an Ihre Kekse, wenn wir gehen, Holmes. Natürlich, Watson. Ich habe so ein Gefühl. Ich weiß nicht, habt ihr auch das gleiche Gefühl wie ich? Eine Habano Clarissimo Zigarre. Damit wäre es wohl besiegelt. Hier ist nichts Interessantes. So, hier auch nichts. Was haben wir hier? Watson. So viele Trophäen. Der Richter ist bestimmt stolz darauf. Was ist das? Diese Ruder lassen sich drehen. Ach. Unter den Öffnungen ist ein Mechanismus zu erkennen. Können wir die hier reinpacken? Mir fehlen Informationen. Mir fehlen Informationen. Und wahrscheinlich fehlt noch ein drittes hier, ne? Mal gucken. Diese Tür ist äußerst robust. Und da ist kein Schloss. Am besten sehen wir uns hier weiter um, Holmes. Watson, das ist wirklich ein höchst ausgeklügeltes System. Ja. Es handelt sich dabei um einen Öffnungsmechanismus. In der Tat. Aber müssen wir da überhaupt rein? Richter Beckett ist sehr wohlhabend und das Zimmer enthält möglicherweise nur gewöhnliche Wertgegenstände, die er vor Dieben schützen will. Türen sind dazu da, um geöffnet zu werden, mein werter Freund. Ja, das hieß aber einbrechen, mein werter Freund. Du musst eigentlich schon einen riesengroßen guten Grund haben, was du hier tust gerade. Oh, da haben wir noch was. Guck mal. Eine Rudergabel muss ein Souvenir sein. Na, mal gucken. Der Richter war schon früher gerne rudern. Ja. Der junge Beckett mit seinen Freunden beim Rudern. Als Andenken an die Universität von New York. Richter Beckett hat dort studiert. Der Richter war schon Beckett, Ehrenmitglied. Es muss sich hierbei um eine Organisation handeln, der der Richter angehört. Sehen Sie sich dieses Symbol an. Es muss für Richter Beckett von großer Bedeutung sein. Welches? Aber wir haben jetzt die dritte Dingensbummels hier, ne? Guck mal, die Grafik sieht ganz anders aus hier vorne. Seht ihr das? Da sind die Paddel alle gleich groß und hier nicht. Nun gut. Mir fehlen Informationen. Na, mir auch. Machen wir mal ein bisschen aus der Ich-Perspektive hier weiter. Also irgendwie... Die blinde Justitia. So blind wie Richter Beckett. Wieso? Was meinen Sie, Holmes? Tja, deswegen frage ich dich. Haben wir noch irgendwas übersehen? Nein. Ach so. Mir fehlen Informationen. Na, wieso kann ich das? Mir fehlen Informationen. Ich kann das Ding hier nicht anklicken. Ich kann dieses... Nicht gut, nicht gut. Das sieht nicht gut aus.
Aber mir fehlt irgendwie noch eine Information, oder was? Rudergabel. Schulbuch. Warum habe ich das Schulbuch? Hier war doch noch... Nee, das hatten wir schon... Was? Ah. Der Türgriff wurde entfernt. Ja, wo ist der Türgriff? Der Türgriff wurde entfernt. Haben wir einen? Nein, aber wir haben Messer. Der Türgriff wurde entfernt. Hm. Super, der sechste Sinn. Das wäre mir mit Sicherheit entgangen. Ach ja, hier war ja auch noch was. Öl. Moment, wir hatten Öl. Da. Ja, dann machen wir das da drüben auch noch. Jetzt können wir das bestimmt umdrehen. Ah. Griechische Buchstaben. Notieren Sie sie, mein lieber Freund. In Ordnung, Holmes. Griechisches Alphabet. Und hier... Ich kann mir die nicht angucken. Aber, Moment. Ah. Ist das vielleicht der entscheidende Hinweis hier? Er ist nutzlos. Okay, der ist immer noch nutzlos. So, rüber da. Vielleicht reicht es jetzt ja aus. Nee. Ah, jetzt kann was nehmen. Mir fehlen Informationen. Was meinen Sie, Holmes? Tja. Ich kann die ja auch nicht... Wie kann ich denn die Sachen nochmal direkt angucken? Geht das überhaupt? Was steht hier übrigens drauf? Ich sehe das nicht. Das ist natürlich ein bisschen doof gelöst, sollten dort irgendwelche Informationen drauf sein, die man benötigt, ne? So, haben wir denn hier noch irgendwas offen? Hier nicht. Das ist auch erledigt. Das hier höchstens. Er ist nutzlos. Er ist nutzlos. Seltsam. Sieht so aus, als wären das alles Tablets, oder? Würde ich das letzte Mal schon sagen, aber... Wir brauchen noch einen Türgriff. Da ist nichts. Ich gehe mal nochmal zurück hier in die Küche. Vielleicht kommt jetzt hier nochmal was zutage. Oder auch nicht. Oder müssen wir den abmachen? Er ist nutzlos. Warum ist der dann da, wenn er nutzlos ist? Es sind 6 und A4. Ups, Entschuldigung. Es ist genau das hier. Da vorne rechts, zweiter ist das und das ist irgendwas mit einem Fisch. So. Hier nicht, da nicht. Hm. Was könnte denn das noch sein? Das ist klar, dass das ist noch hier und
Was hat er denn jetzt angezeigt? Was meinen Sie, Holmes? Also ich meine ja... Ach so, die Tür da hinten. Ich meine ja, wir müssen irgendwie... Ich gehe mal nochmal durch die Räume, ja? Scheinbar... Es geht nur nach da. Oder muss ich hier nochmal raus oder so? Aber hier ist nichts. Ja, das ist das. Das kriege ich aber nicht auf. Der Türgriff wurde entfernt. Ist ja nicht so, dass wir es hier nicht hätten aufmachen können. Der Tür... Der Tür... Eines der griechischen Bücher ist aufgeschlagen. Vielleicht der Stoff der letzten Unterrichtsstunde. Mhm. Eine Schachtel mit Süßigkeiten. Ach. Wahrscheinlich, um fleißige Schüler zu belohnen. Alles deutet auf jemanden hin, der nicht will, dass man diesen Schrank öffnet. Was Grund genug ist, ihn zu öffnen. Schüler James hat den Griff zum Süßigkeitenschrank gestohlen, damit er sich dort nach Lust und Laune bedienen kann. Wenn wir seinen Tisch finden, finden wir auch den Griff. Aha. Jetzt kommen wir der Sache näher. So, Schüler James. Der Sitzplan des Klassenzimmers. Mit Hilfe dieses Sitzplans finden wir vielleicht heraus, an welchem Tisch James sitzt. Finden Sie heraus, wo James sitzt. Es ist wichtig, Kindern Verantwortungsbewusstsein beizubringen, indem man ihnen kleinere Aufgaben zuteilt. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass sie diese Aufgaben körperlich und geistig gewachsen sind. Die Reihensprecher sind mit einer Flagge gekennzeichnet. Andere Aufgaben werden anhand von kleinen Bilderchen dargestellt. Bei Gemeinschaftsübungen sammeln sich immer 4 Kinder um einen Tisch. Okay. Ach. Aaron ist ganz schön gewachsen, deswegen habe ich ihn hinter der gleich großen Fergus gesetzt. Okay. Fenstersprecher, Fensterdoppelreihe Lloyd. Das ist der dann da, ne? Reihensprecher. Ich habe Ophelia in die erste Reihe zwischen meinem Pult und die Tafel gesetzt. Sie hat eine sehr leise Stimme und ich will sie nicht dauernd bitten müssen, lauter zu sprechen. Ihr selbst ist das auch unangenehm. Zwischen meinem Pult... Und die Tafel, also eins von den beiden. Seit Anastasia hier ist, scheint Orson hin und weg von ihr zu sein. Wenn er zur Tafel schaut, ist sie genau in seinem Sichtfeld und lenkt ihn ab. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn versetzen soll. Diese Schwärmerei bei jungen Leuten ist doch etwas Wunderbares. Außerdem redet er jetzt nicht mehr ununterbrochen mit seinem Sitznachbarn Bart. Er guckt immer direkt auf die Tafel. Mal gucken. Pierce gehört zu den Kindern, die sich manchmal mit Autorität etwas schwer tun, aber er ist trotzdem ein netter Junge. Ich mag ihn sehr. In der Nähe meines Pults hinter Anastasia und neben dem kleinen Elmer, der für sein Alter schon sehr reif ist, sollte er am wenigsten Probleme haben. Ich würde mal sagen, in der Nähe meines Pults. Ich lag ihn erstmal dahin. Simon und James stammen aus demselben Dorf. Ich habe sie zusammengesetzt und zwar Simon links von James. Reihensprecher Küchendoppelreihe. Das ist dann das hier. Charles wartet immer noch auf die Brille, die ich für ihn bestellt habe. Solange muss er noch im Licht und nahe bei der Tafel sitzen. Ich habe ihn, seinen Sitznachbarn Eddie, die Plätze tauschen lassen. Oh Gott, immer in der Nähe von der Tafel. So, Jasper. Der kleine Jasper ist häufig krank. Ich habe ihn in der Nähe der Küche gesetzt, damit er nicht so nah am zugigen Fenster. Mark ist ein netter Junge. Ihn kann man wirklich mit jedem zusammensetzen. Fergus. Tafelputzen. Fergus. Tafelputzen ist das hier. Und mit Fergus war da noch was anderes. Deswegen habe ich ihn hinter den gleich großen Fergus gesetzt. Das heißt, Aaron sitzt hier. Das Gute ist...
Wir können anhand Blau und Rot zumindest schon mal sehen, ob wir in den richtigen Ebenen sind. Das fällt mir gerade nämlich auf. Simon links von James. Okay, das müssen wir gucken. Jasper ist häufig krank und in der Nähe der Küche gesetzt, damit er nicht so nah am Zugigen. Das wird wahrscheinlich da oder da sein. Mark mit wirklich jedem. Luisa und lieben Bücher schreiben heimlich zusammen eine Geschichte. Ich will sie bei dem schönen Vorhaben unterstützen. Lass sie zusammensitzen. Luisa ist ab jetzt für die Aufbewahrung der Bücher zuständig. Sie hat den Zugang zu allen Büchern. So, und dann ist Rose hier. So, Bart ist sehr zuverlässig und ordentlich. Ich habe ihn damit beauftragt, die Bücher der jüngsten Schüler aufzubewahren. Das ist dann das. So, und dann war mit Bart Oscar, ne? Außerdem redet er jetzt nicht mehr ununterbrochen mit seinem Sitznachbarn Bart. Das heißt, Pierce ist schon mal nicht, sondern Bart ist der Sitznachbar. Jetzt sehe ich es ja gerade. Gut, die sind in Ordnung. Jasper hatten wir. Eddie ist ein Tagträumer und sitzt gerne am Fenster. Vielleicht sollte er und sein Sitznachbar die Plätze tauschen. Das wird wahrscheinlich dann hier sein. Ich habe ihn und seinen Sitznachbarn Eddie die Plätze tauschen lassen. Warte mal. Ich glaube, das ist besser. Nee, obwohl... Wobei... Nee, das spielt jetzt erstmal keine Rolle, aber die beiden sitzen nebeneinander. Elmar. Er sollte neben Pierce sitzen, weil er auf ihn einen guten Einfluss ausübt. Pierce haben wir noch nicht auf dem Brett. Ist ein helles Köpfchen. Früher musste er... kann seitdem seine rechte Hand nicht mehr richtig benutzen. Dennoch gehört er zu den besten Schülern. Klar, ich lasse ihn immer links sitzen, damit er genug Platz hat, um mit der linken Hand zu schreiben. Deswegen sitzt man links. Mal gucken. James, was haben wir hier? Reihensprecher Justin. Das ist dann er. So, und dann kommen jetzt nämlich nur noch zwei. Ich habe zwar Simon links von James. Das heißt, es bleibt nur noch da. Ha! Piers, in der Nähe meines Puls hinter Anastasia. Das heißt wahrscheinlich hier hinter Anastasia. Beziehungsweise so rum, so. Wonach richtet sich das, ob das wirklich richtig ist? Louis hat Augen wie ein Adler. Neulich hat er ein Luftschiff am Himmel gesehen. Das habe ich gleich zum Anlass genommen, um eine Stunde über die Eroberung der Lüfte abzuhalten. Deswegen sitzt er wahrscheinlich sehr weit hinten. So, dann haben wir gleich Rot. Brauchen wir nicht abgeschlossen zu haben, okay. Er sollte neben Pierce sitzen. Hammer. Gießen. Da haben wir das Gießen. Alles das sind wirklich, ich bringe es nicht so was auseinanderzusetzen. Die gehören zusammen. Jasper sitzt dann da und Marc. So. Achso, dann haben wir hier unten noch. Nee. Ach nein, Moment. So. Was stimmt denn jetzt denn nicht? Fehlt hier nur einer? Ach so. Ein Lehrblatt fehlt. Gut, öffnen wir James' Tisch. Okay, was war das gerade für ein Geräusch? Das war doch bestimmt nicht original. Dieses Dududududud. Na, nichtsdestotrotz. Das Dududududud. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Können wir das nochmal angucken? Der Sitzplan des Klassenzimmers. Genau. Also, rechte Seite am Fenster. Vorletzte Reihe. In der nächsten Folge werden wir dann das Ding da öffnen. Ich wäre... Ja, was heißt ich wäre? Würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin, euer Firefox.